willkommen, Henna hier vom Beginner TV. Heute gibt es ein EMF-Tuning-Video und zwar, ich stelle mal den Simon Stevens Bodykit vor und wie man da irgendwie noch sich so ein kleines MP-Setup mit zusammenbaut. Bleibt dran, bis gleich. So, ich bin zurück auf dem Urlaub. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz vorweg, falls eure YouTube-Kommentare nicht so beantwortet wurden, wie ihr das erwartet habt, liegt es daran, dass ich im schönen Österreich, beziehungsweise speziell im Niederösterreich war. Da gab es viel Wein und die gerade so mit lecker Heuringe und so kann ich ja alles gar nicht hier als Norddeutscher. An alle Österreicher, die uns zuschauen, beste Grüße, euer Land ist schön. Ich kann das nur vom Snowboard-Berg runterfahren, aber da sieht irgendwie auch alles gleich aus. Naja, aber ey. Back to topic, wir wollen hier ein bisschen Nerd-Content verbreiten. Das heutige Thema handelt eben von dem sogenannten Simon Stevens EMF Body Kit. Und warum das so spannend ist und was daran cool ist und was daran aber auch nicht so cool ist, ja, let's go. Also, ganz vorweg, die EMF 100, ich habe hier mal einen Body davon mitgebracht. So sehen die Standard-Bodies halt aus. Das hier ist jetzt die Gold Edition hier. Gut, aber der Body ist der gleiche. So geil die EMF technisch ist, so polarisiert der äußere Eindruck doch die Leute teilweise. Weil manchen Leuten ist das einfach zu wenig Real-Steel-Optik. Manche Leute stören sich daran, dass eben hier vorne der Handguard nicht so richtig getauscht werden kann. Man kann den zwar, der ist zweigeteilt, man kann halt das Ding kurz machen. Aber ein Punkt, der zum Beispiel auch für andere Markierer spricht, wie jetzt die T15, ist, dass man eben die ganzen Original-Handguards von A15, M4 und so verbauen kann. Naja, und das war irgendwie immer noch so die Achillesferse der EMF, weil technisch ist sie ja der T15 in meinen Augen wirklich klar überlegen. Es ist aber jetzt so, dass die Firma Simon Stevens, die von Paintball.de quasi mitvertrieben werden, die haben jetzt halt ein Bodykit rausgebracht. Und das ist halt jetzt endlich mal ein Bodykit, das halt aus Vollmetall gefräst wurde. Ich habe hier schon mal was, ich habe es schon mal hier verbaut, das ist ein kleines MP-Setup, stelle ich euch gleich mal vor. Also ihr habt jetzt ein Vollmetall-Bodykit mit einer Barrel-Nut für AR-15 Handguards. Das heißt, also ihr könnt jeden M4 Handguard der Welt euch schnappen, hier vorne raufschrauben, könnt kurze Setups, lange Setups, habt eben die Original-Metall-Handguards und das ist ziemlich geil, weil das der irgendwie, das ist halt, also wir reden jetzt hier von wirklich optischen Verbesserung. Ne? Also klar hat es auch so ein bisschen Vorteile mit kurz und lang, aber die Performance wird es halt jetzt nicht wesentlich ändern. So, das ist die Internals bleiben halt gleich. Aber ihr wisst ja, wie die Männer und die Frauen teilweise so sind, da muss das halt auch von außen alles irgendwie ganz toll aussehen. Um euch so ein bisschen den Wind aus der Segel zu nehmen, das Ding ist nicht ganz günstig. Das kostet halt 329 Euro, dieses Bodykit, und da braucht ihr halt noch einen Handguard dazu. Aber da kaufen sich andere Leute schon komplett einen Markierer für. Also, aber wie gesagt, für manche von euch, die das halt spannend finden, mich eingeschlossen, ist das vielleicht was. Also was halt schon mal geil ist, das Ding ist schon echt gut gefräst. Ich bin jetzt kein Metallverarbeiter, aber ich habe schon viele Kanonen in der Hand gehabt und das sieht schon wertig aus. Also das ist, ich habe jetzt hier keine großen Spuren oder irgendwie was, das sieht schon solide aus. Oben habt ihr eine vernünftige Picatinny-Rail, das heißt, ihr könnt halt auch alles an Red Dots und so raufbauen, was natürlich auch immer wichtig ist. Habt hier schönen nahtlosen Übergang eben zu eurem Handguard. Das sieht alles schon sehr, sehr schick aus. Der Einbau ist tatsächlich auch echt super einfach. Ihr müsst einfach nur, ich zeig das mal eben, also wie als würde euer Bolt-Kit halt warten, das Ding hier einmal hinten rausschrauben, das kann jeder EMF-Spieler. Das ist Daily Routine und dann müsst ihr einfach nur den Griff von der EMF abschrauben. Da habt ihr hier zwei Schrauben, die beiden, die sind quasi einfach nur unten beim Griff dran. Die schraubt ihr einfach nur raus, dann habt ihr den kompletten Griff auch schon in der Hand mit Magwell und allem drum und dran und könnt das direkt einfach da unterpacken, die beiden Schrauben festschrauben, fertig, das war's. Das ist wirklich idiotensicher und sehr einfach. Habe ich mich selbst gewundert, warum das, also das kriegt jeder hin. Das ist schon mal echt easy und cool. Auch die Übergänge, wie sie das halt gemacht haben, also sie haben nicht einfach nur irgendwie ein Body gefräst, sondern haben sich schon explizit auf das Design vom EMF-Griff bezogen. Also das sieht man halt hier, den Magwell hier, den haben sie quasi
die Fräsung hier wieder aufgenommen, haben es noch so ein bisschen weiterlaufen lassen und haben es dann quasi bis zur Tube runtergefräst. Das gleiche gilt auch hier für den Griff. Mir gefällt das Ding echt, ich finde es halt super schick. Plus eben, dass es halt eine gute Ecke leichter ist nochmal als der Standard-Body. Also das ist alles richtig, richtig geil. Es gibt die Diskussion, dass es so ist, sobald man irgendwas verändert von Pampermarkierern, erlischt halt die Zulassung. Ob das für den Fall jetzt hier relevant ist, ich bin da jetzt auch kein Fachmann. Ich weiß halt nur normalerweise, wenn man das halt so streng auslegt, dürfte man nicht mal einen Tuninglauf verbauen, meines Wissens, weil man dann auch schon was am Markierer verändert und eine neue Zulassung haben müsste. Die Internals bleiben halt komplett gleich. Also deswegen würde ich da jetzt keine Riesenwelle von machen, aber das halt wirklich alles ohne Gewehr. Es ist ja nicht so, dass wir einen anderen Markierer in der Hand haben. Das ganze Boltkit und so ist ja komplett das Gleiche. Es wird auch noch von unseren Freunden hier von TSP, die bauen auch nochmal einen eigenen Body. Der soll auch im Laufe des Jahres kommen. Der ist allerdings natürlich schon ein bisschen größer und schwerer, weil der halt das ist halt quasi ein Body, der um diesen Body halt rumgehen wird. Also ihr werdet halt dann das ABS-Plastik halt abmachen und darüber eben den Handguard machen. Dadurch ist er ein bisschen schwerer. Der hat auch ganz viele Fräsungen und so. Wir hatten den auch schon mal in der Hand. Der sah auch ganz, ganz, ganz schick aus. Das Ding hier ist halt sehr reduziert. Ich mag halt beide gerne. Das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich vom Design auf jeden Fall. Was ich hier ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, ist das Thema Schulterstütze. Also für so ein MP-Setup und so ist es halt super gelungen. Wenn ich aber eine Schulterstütze ranbauen will, dann kann ich nicht ohne weiteres meine Powerstock verbauen. Also die haben dann halt so einen Adapter, bieten die halt an, einen Schulterstützenadapter. Hier habe ich ihn mal. Warte, ich schraube das mal raus. Der kostet nochmal 34,90 Euro. Was ich ein bisschen doof finde, wie wenn ich mir 330 Euro für ein Body ausgebe, dann hätte ich halt gedacht, dass ich zumindest einen Schulterstützenadapter dabei habe. Es ist nicht so. So, und dann haben wir auch das Problem bei diesem Adapter. Den finde ich jetzt nicht so perfekt, weil normale Powerstocks passen halt nicht. Da hätte ich ja zumindest einen Adapter mit dazu gegeben zum Adapter, damit ich meine normale Powerstock daran bauen kann. Ist aber nicht so. Gut, ich wollte das Video nämlich eigentlich auch schon vor meinem Urlaub machen. Dann fiel mir aber auf, so, okay, ich habe ja eigentlich so eine Buffer-Tube hier, weil dieser Adapter bietet nämlich euch die Möglichkeit, auch original AR-15 Buffer-Tubes, also Buffer-Tubes sind diese Aufnahmen, wo die Schulterstütze nachher drin ist. Die gibt es ja im scharfen Bereich. So. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das hier ein ganz eigenes Gewinde hat. Gut, ich bin jetzt auch kein Büchsenmacher oder so. Manche von euch mögen das vielleicht wissen. Ich wusste nicht, dass es bei den AR-15 Buffer-Tubes, hoppla, auch noch verschiedene Gewinde gibt. Naja, also geguckt, welches ist das. Die Beschreibung war dann auch nicht so richtig geil von denen. Irgendwann rausgefunden hier bei Brownells Deutschland mir die entsprechende Buffer-Tube bestellt. Die passte dann auch. Heureka, ich konnte sie endlich raufschrauben. Habe ich zumindest gedacht bis heute Morgen, als ich das Video jetzt wirklich fertig machen wollte. Dann fiel mir aber auf, oh nee, Alter, warte mal. Das geht ja gar nicht, weil die Buffer-Tube passt zwar rauf, die lässt sich aber nicht vernünftig arretieren. Das heißt, die wackelt halt so rum. Das ist ja kein Zustand. Hat mir keiner gesagt. Wusste ich nicht. Tut mir leid. Ich weiß, dass es eigentlich geht. Habe es bei den Amis auch schon gesehen. Es ist halt so, es gibt hier noch einen Adapter, den man halt braucht, um die Buffer-Tube dann hier zu arretieren. Keine Ahnung, wo man das Ding herbekommt. Ich wollte jetzt aber auch erstmal mal das Video machen, damit wir euch zumindest mal mit diesem Simon Stephens Body versorgen können. Das andere verschieben wir da hinten. Aber hey, ihr seid jetzt gefragt. Der Adapter für AR-15 Buffer-Tube. Schreibt mal in die Kommentare, was man da braucht und wo man den herkriegt. Das interessiert nicht nur mich, sondern bestimmt auch noch mehr hier. Also, schon mal danke im Voraus, wenn ihr das wisst. Ansonsten, was es aber auch gibt dafür, um jetzt mal wieder zum Positiven zurückzukommen, es gibt halt einen Powerstock-Adapter, den habe ich auch gefunden. Da hat jemand die Datei zur Verfügung gestellt, dass die 3D-Druckleute unter euch, die euch einfach drucken können. Ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung unten rein. Da könnt ihr euch einfach die Datei runterziehen und das Ding eben selber drucken. Weil jeder kennt mittlerweile einen Kumpel mit einem 3D-Drucker. Das ist so wie früher in den 90ern, als jeder einen Kumpel kannte, der einen CD-Brenner hatte. Wisst ihr das auch auf dem Schulhof, wo man immer gesagt hat, Monkey Island-Sachen hin und her gebrannt und so? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, fragt euren 3D-Druck-Kumpel, der druckt euch den Adapter und dann solltet ihr aus dieser Hölle hier schon mal rauskommen. Ich stecke noch tief drin.
Naja, aber wir haben uns ja jetzt hier unser MP-Setup zusammengebaut, deswegen packen wir das hier mal zur Seite. Und da macht der Body wirklich eine super, super schlanke Figur. Das gefällt mir also, das gefällt mir richtig gut. Also wenn man halt die 330 Schleifen über hat, so, go for it. Das ist geil. Da können wir halt, entweder wir sind halt die super MP-Leute und machen uns hier wirklich nur so einen kleinen Mamba-Schlauch ran. Zack, auf dem Rücken. Oder wenn ihr halt richtig durchrotzen wollt, dann könnt ihr hier auch so eine 08er Carbonflasche oder so ranmachen, so eine kleine knubbelige. Dann könnt ihr auch richtig, richtig durchrotzen. Ich würde sagen, den Body haben wir vorgestellt. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel Worte verlieren. Lass mal kurz aufs Feld gehen, das Ding ballern. Wir müssen ja auch mal wieder ballern. Ich würde sagen, bis gleich. So, wir sind hier aber auf unserem Heimfeld, World of Paintball, zwischen Hamburg und Bremen. Hier auf dem Counter-Strike, das 3-Feld. Ich habe das mal zusammengebaut. Ich habe jetzt hier mal irgendeine Mamba genommen, die wir noch bei uns im Laden hätten. Man hätte hier auch noch eine kürzere nehmen können, dass das Ganze hier noch mal ein bisschen kürzer kommt. Aber wie man schon sehen kann, kommt man hier wirklich, kann man das sehen? Das kann man sehen, ja. Wirklich sehr nah halt ran. Das heißt, ich habe halt, wenn ich hinter der Deckung stehe, vielleicht hätten wir auch mal Licht anmachen sollen, aber dann bist du halt hier wirklich super nah an der Deckung dran. Bei der Flasche wäre ich halt immer weiter weg und ich habe halt hier durch die Mamba jetzt bei dem Setup halt auch kein Gewicht in der Hand. Ne? Klar, behindert das so ein bisschen mit dem Schlauch hier. Es soll jetzt auch kein Plädoyer für eine Mamba sein, aber gerade hier bei so einem kurzen MP-Setup, wo ich im Zweifel auch sehr viel durchballe, habe ich hier nie Luftprobleme. Und da macht sich hier dieser Simon Stevens Body schon echt gut. So, wir machen mal hier einmal Laufstopfen ab. Vorher natürlich das Wichtigste immer, Maske auf. Habt ihr gesehen, der Stopfen war schon leicht runter. Aber nur leicht. Nur leicht. Oh. Erste Verwarnung. Ja, gelbe Karte. So, lass mal ballern, ey. Oh ja. Also du bist halt, weil das halt nichts wiegt, ne? Bist du halt super schnell aus der Deckung, weil du halt natürlich relativ wenig Masse hat, die so ein Trägermoment mitbringt, die ich halt erstmal bewegen muss. Also gerade Leute, die halt wirklich schnell ballern wollen, super schnelles Gunfighten im Häuserkampf, da ist das halt echt schon ein schönes, schlankes Setup. Mal eben kurz für euch, was haben wir denn hier überhaupt verbaut? Und zwar, ich habe wie gesagt den Simon Stevens Body verbaut, dann hier den Griff von der goldenen EMF 100, so eine Special Edition. Dann habe ich einen 7 Zoll Handguard verbaut. Das hier ist ein 10 Zoll Nemesis Lauf. Den habe ich einfach von meiner T15 abgebaut. Und das hier ist halt ein echt schönes Red Dot dafür. Wir verlinken euch die Sachen einfach mal in der Artikelbeschreibung. Dann könnt ihr das selber angucken, wie ihr das kennt. So, jo. Red Dot läuft. Wir schießen nochmal ein paar Bälle durch. Einfach weil wir es können. Hinten rein in die Dump Pouch. Ja. Ich als nicht MF-Schüler muss auch jedes Mal gucken, wie rum ich das machen muss. Hier sieht man halt auch, wie dicht du an dem Fass halt dran bist, ne? Du kommst halt wirklich sehr, sehr nah ran. Und das bisschen weniger Gewicht macht sich halt schon ganz gut bemerkbar. Lass mal eben First Strikes gucken, das ist halt auch wichtig, dass wir halt sehen können, ob man mit dem Body auch First Strikes vernünftig verschießen kann, ob die halt sauber durchfieden. Gehen wir mal hin. Ich stelle mich mal hinter dich so ein bisschen. Schieben wir mal Freestyle. Versuch mal das kleine Ding da zu treffen. Ha. Ja. Ding. Läuft, sagst du. Ja, läuft auf jeden Fall. Also viel Test auf jeden Fall schon mal bestanden. Was ich ja noch geil finde, wenn ich hier so reinquatschen darf, ist, dass du ohne die Schulterstütze, du hattest die jetzt ja häufig immer so, wenn wir es für die Kamera so halten würden,
man guckt halt so direkt von dahinter halt, ne? Also du hast nicht den Dropdown und die Schulterstütze. Du kannst es halt, auch wenn es ja beim Spielen halt eigentlich nicht so ist, nicht in der Schulter führen, sondern hast es mehr mittig vor dem Bauch halt, ne? Ja, also das ist, das hat auch so ein bisschen was von dem Turniermarkierer, ne? Weil du halt, also nimm mal die Maske ab. Also wie der Body halt gefräst ist, sind halt auch super viele, zum Beispiel die alten Geos, also wie so eine alte Geo 2 oder so, so ähnlich ist das Ding halt gefräst. Das heißt, du kannst halt auch schön an längs gucken. Das passt schon, ey. Wie gesagt, bei der Kohle habe ich ja schon gesagt, das muss jeder selber wissen. Aber vom Ding finde ich das schon auf jeden Fall ein spannendes Produkt, was, denke ich mal, schon den einen oder anderen halt überzeugen wird. Das ist halt wirklich so ein Ding, alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, lass mal das Fazit, das kann ich gleich oben nochmal schnell einmal abfilmen. Ich sag hier schon mal Tschüss vom Feld, bis gleich oben wieder im Studio. So Freunde, zurück vom Feld. Ich muss euch ja sagen, ich stehe ja wirklich auch auf diese kleinen, kurzen, knackigen Builds. Ich mag es persönlich halt echt sehr gerne, super handlich und so weiter. Ich muss natürlich jetzt aber auch sagen, 330 Euro für ein Body, das muss sich halt jeder gut überlegen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, ihr wollt auf jeden Fall ein Body hier. Wenn ihr zum Beispiel jetzt noch keine 300 Bar Flasche habt, keinen vernünftigen Lauf, kein vernünftiges Red Dot oder so, dann würde ich halt das Geld echt eher da reinstecken, als sich einen neuen Body zu kaufen. Wenn ihr aber zu den Typen gehört, die eh Bock auf ein bisschen individuellen Style haben, die einfach dieses Hobby im Hobby halt irgendwie super finden, ja, go for it. Das Ding passt auf jeden Fall. Mit dem Adapter-Ding, wie gesagt, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich mir echt cooler gewünscht. Auch, dass ich den kaufen muss und dass ich mir so viel rumgebastelt habe, bis das Ding funktioniert. Jo, aber das kennen wir bei diesem Bastelkram. Eigentlich funktioniert die EMF ja out of the box halt super geil. Jetzt kommen wir wieder an und verbasteln uns das Ding halt komplett. So sind die Paintballer. Guti, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.